Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, bei unseren Textfeldern. So, wir hatten uns angesehen, die beiden Text-Widgets, Text und Scrolled-Text, die sich im Prinzip kaum unterscheiden. So, dann hatten wir uns angesehen, wie man einen Text eingibt, ohne dass man das jetzt direkt in das Textfeld eintippen kann, was sowieso sofort geht. Und wir schauen uns diesmal an, wie man die Formatierung ändert und die dann auch einfügt. Und dazu gibt es zwei Befehle oder zwei Methoden, nämlich einmal tag-config. Und da übergibt man einem Textfeld eine bestimmte Formatierung, die muss einen Namen bekommen und dann muss man diese Formatierung definieren, also welche Zeichengröße. Im Prinzip das, was hier gerade hier oben aufklappt, ne? Also soll das fett gedruckt sein, kursiv, unterstrichen, in welcher Schrift soll das passieren, in welcher Schriftgröße und so weiter. Das wird hier hinten übergeben. So. Und mit Tag Add setze ich dann den definierten Tag, also den ich hier definiert habe, den setze ich mit dem Namen an eine bestimmte Position. Das heißt, ich ändere in dieser Position die Formatierung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell hier. So, als allererstes werde ich mir einen Tag konfigurieren. Ich gebe den Namen fett. So. Und dann setze ich font ist gleich. So. Und das kann ich jetzt machen, wie ich lustig bin. Ich kann hier eingeben, ja, Rile, Komma, 10. Ja, und hier setze ich jetzt Bold mit dazu. Oh, Moment, das muss auch in Anführungsstriche gesetzt werden. So, und ihr seht, im Prinzip wird hier hinten ein Tupel oder eine Liste von Strings übergeben, wobei das der das automatisch unterscheidet, dass hier einmal ein Zeichentyp übergeben wird, dass eine Zahl für die Größe übergeben wird und Bold und Underline. So, der ist allerdings auch nicht besonders variabel. Man kann dort nicht allzu viele verschiedene Sachen eingeben. Also Bold, Italic und Underline, das kennt er. Aber ansonsten muss man einfach auf viele Sachen verzichten. Ne? Also es wäre einfacher gewesen, wenn hier zum Beispiel irgendwie eine HTML-Kodierung drin gewesen wäre. Aber gut, okay, man kann nicht alles haben. So, und ja, jetzt haben wir das erstmal hier gemacht. So, jetzt möchte ich das Ganze noch dazufügen. Und das mache ich mit Zettel Tag Add. So. Als erstes gebe ich den Namen der Markierung ein, den hier unten. Und jetzt gebe ich die Position ein. Jetzt gebe ich hier einfach mal auch eine feste Position ein, nämlich 1.7. Und jetzt könnte ich das schließen und jetzt würde der mir einfach an der Stelle 1.7 das Zeichen, was dort steht, umändern, umformatieren in diese markiert, in diese definierte Formatierung. Ich möchte aber eine Zeichenkette, und zwar bis zur Position 11, möchte ich die ganzen Zeichen fett ausgedruckt haben. So, und am besten, wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an. So. Ich rede ständig dazwischen. So, das gebe ich jetzt ein. Und jetzt seht ihr hier, na, das ist nicht besonders schön zu sehen, seht ihr hier,
sind diese Zeichen fett gedruckt worden. So, und wir machen uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen sichtbarer und sagen, das soll nicht nur fett sein, sondern das soll, was weiß ich, auch, na sagen wir mal, eine andere Schriftart haben. Und dann nehmen wir, was weiß ich, Georgia. So. So, und jetzt seht ihr es, jetzt ist es ein bisschen besser zu sehen. So, und ja. Also hier hat er dann uns das umgeändert und wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ändert er das wieder um, weil ich einfach immer bei jedes Mal, wenn ich hier die Return-Taste drücke, verändert er mir das auf Fett. Gut, ich könnte jetzt natürlich auch einen eigenen Knopf programmieren, aber das hätte mir jetzt zu lange gedauert. Ich wollte euch einfach zeigen, dass man mit diesem Tag Add Sachen einfügen kann, also Markierungen einfügen kann. So, und ihr könnt euch natürlich hier dann 120 verschiedene Markierungen definieren und könnt die ganz beliebig verwenden. Naja, ganz so beliebig auch nicht. Aber ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, eins der Probleme ist, dass wenn man sich die ganze Formatierung über solche Tags macht und die Tags immer ganz genau angeben muss, wenn man sich jetzt einen Texteditor schreibt und sagt, ich möchte alle Zeichengrößen haben, so, ich möchte alle Formatierungen haben und ich möchte möglichst auch alle meine Schriftarten haben, die ich auf dem Computer habe. Das sind bei mir, naja, ich sag mal so um die 500. So, und da ist schon allein, wenn ich die Schriftgröße von 8 Pixeln bis zu 40 Pixeln haben möchte und bei 400 Schriftarten müsste ich allein schon dafür 400 mal 32 Tags konfigurieren. Das heißt, eine unglaublich große Menge. Und da ist eine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel, wie man das in HTML macht, ist dort einfach wesentlich freundlicher. Da muss man sich nicht alles vordefinieren, sondern da kann man eben auch sagen, gut, bestimmte Sachen definiere ich vor mit Style Sheets und andere Sachen, die definiere ich nicht vor, aber notfalls kann ich die trotzdem in meinen Text hineinsetzen. Das geht hier bei diesem Text-Widget nicht so einfach. Gut, okay, aber jetzt habt ihr erstmal die Befehle Tag Add und Tag unterstrich config kennengelernt und im nächsten Video zeige ich euch, wie man sich den Text aus einem Scrolled Text ausliest. Da gibt es nämlich zwei Methoden so, und die bewirken etwas ganz Unterschiedliches. So, ich hoffe erstmal, dass das Video euch gefallen hat. Dann drückt bitte einen Daumen hoch, falls ihr Fragen dazu habt. Ich habe mich ganz lange mit diesem Widget beschäftigt. Dann schreibt sie in den Kommentaren. Ich werde die so gut es geht beantworten. So, und hier nochmal so eine kleine Warnung, glaubt nicht jeder Internetseite, die etwas über dieses Widget schreibt. Ich habe mir ganz viele angesehen und bei einigen, da wird echt Unsinn erzählt. So, und dann fragt lieber nochmal nach, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.